Willkommen zur nächsten Folge von XPO mit dem Jawohl! Server. Was machen wir heute, Bobana? Sag mal. Ein Dorf bauen, das schon existiert. Erstmal die Mauer. Bauen eine Mauer. Eine Trump-approved Mauer. Die Mauer muss her. Die Mauer muss her. Ja, vor allem, wer zahlt das, wenn es Trump-approved ist? Der Einwohner. Möchte das einer machen? Ich wollte hier so ein cooles Tor hinbauen. So ein Wassertor, so dass den Fluss lang geht. Oder so einen kleinen Hafen, wie wär's damit? Genau, hier so ein Tor, so ein Wassertor mit einem Hafen. Wir können nur große Dinge erschaffen. Ja, yeah. Was das angeht, nicht kreativ. Also Mauerbau kriegen wir hin, aber... Definitiv, die Daddlis GmbH, KKG ist perfekt. Listing GmbH und KKG. Listing nicht mal, deswegen King, bin ich auch der CEO. Ja, Alter, Daddl King, ja eben. Deswegen bist du derjenige, wenn wir eine Anzeige bekommen, bist du schuld. Das ist richtig. Ist so. Die Listing Bau GmbH ist perfekt für Mauernbau. So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal so ein Mauernteil, was sich quasi komplett durchstreckt. Bobana, du bist gut im Design. Mach mal einen Vorschlag für einen Mauerpart. Hier so, keine Ahnung, wie so Holz und so und dann. Mann, wer hat die ganzen Hunde? Die sind mega im Weg. Das ist deine. Unsere sind's nicht. Wir haben doch nur zwei, oder? Also ich hab eigentlich. Keine Ahnung, dann irgendwie. Du weißt, wenn du mich triffst, Bobana, ne? Das war knapp. Keine Ahnung, irgendwie so eine Mauer, die dann so hoch geht. Und was meinst du? Was hältst du von innen mit weiß? Also mit dem Holz? Dass ja, es ein bisschen anders aussieht als. So, dass wir genau da, wo du das, außen. Das hast du jetzt nur gesagt, weil das genau gegenüber steht und du es einfach stehen lassen kannst. Hey, ich hab das gerade aufgestellt. Also, wir müssen halt bedenken, das Dorf wird halt hinten auch noch weitergehen, ne? Und da sieht es dann, glaube ich, nicht so gut aus, wenn wir Birke verwenden. Und irgendwie finde ich Birke hässlich dafür. Also, ich finde Birke an sich ganz hübsch, aber für eine Mauer... Für eine Mauer finde ich es irgendwie nicht so passend. Eine Mauer muss bedrohlich aussehen und nicht so wie Tint. Mauer... Ja, dann müsste man aber... Das gute, alte Eichenholz regelt das, ja? Ja, du setzt die Eichenholzdinger und wir setzen dazwischen Stein, dann können wir einfach alles so die durchsetzen. Mauer wird nur ein Block breit? Also so, dass man nur genau so durchlaufen kann, oder? Ja. Wird schon passen. Okay, das heißt, die bleibt so dünn. Okay. Okay, dann immer... Ja, ihr könnt ja eigentlich schon die Mauer rumziehen, das Holz... Ihr könnt ja rechnen, ne? Ja, es geht. Mathematik kriege ich gerade so hin. Deutsch nicht so. Sorry, Alter, ich habe kein Abi. Hauptsächlich geht es so darum, wo du vorhast, irgendwie einen Knick zu machen oder was auch immer. Ach so, ja. Bobana, hast du irgendwie Holz dabei auch noch? Nee. Wir können vor allen Dingen erstmal ein paar Bäume hier fällen, ne? Die stehen ein bisschen im Weg. Mhm. Yo, Daddl King, du kannst mir Kabel geben, wenn du möchtest. Ja, kriegen wir hin. Hier. Ja! Wie viel Sex brauchst du? Naja, das passt schon. Sehr schön. Ey, ich bin voll. Ich schmeiß es mega raus. Ich hab noch ein bisschen was. Jetzt muss ich die wertvollen Weizenkörner wegschmeißen. Er sagt schon nichts mehr dazu, weil er sich nur denkt, so, wertvoll, Alter, wertvoll. Hier schon knicken, okay. Ja. Ja, ne? Wir wollen ja die Mauer nicht so groß machen. Die Hunde! Geh weg! Echt jetzt, ich kann nicht... Oh, danke. Ey! Danke. Hunde sind... Ja, süß und gut, aber... Zu viele? Manchmal sind sie recht. Wir müssen pennen gehen. Ja, okay. Ich liege. Ich auch. Ich stehe. Ach, warte ganz kurz. Ich schlafe im Stehen. Ich habe ein grünes Bett in der Hand. King, hast du auch was? Achso, gut. Ich bin aus dem Garage quittet, sorry. Okay, passt. Kannst wieder drauf. Hast dich jetzt beruhigt? Ja, es geht richtig wegen den Hunden, so, Alter. Gerade so, ey. Hä? Was war das denn? Ja, ich dachte mir auch gerade, hä? Wer spielt ein Lager Call of Duty? Was soll ich gesagt haben? Mann, ich hab's vergessen. Irgendwas Interessantes. Alzheimer regelt. Ups. Wow, das ist ja lächerlich. Warte, hier? Nee, keine hier Kurve, ne? Ja, ich weiß, aber ich hab das hier gebraucht wegen
hinbauen und so. Ich kümmere mich nicht um den richtigen Abstand, gell? Also, oh Scheiße, ich bin behindert. Ich hab den Hund geschlagen, oh Gott! Nein! Wie lange bist du jetzt aggro? Du musst dich jetzt töten lassen. Ja. Sie? Nein, die Hunde hatten auch Bobana angegriffen. Wann sind die wieder normal geworden, Bobana? Keine Ahnung, weil sie den Gegner angegriffen haben. Hat er vergessen. So lange her. Das heißt, ich darf jetzt nicht mehr stehen bleiben, kann das sein? Weiß ich nicht, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, zu dir komme. Hä, wo bist du? Hey, da ist ein anderer Hund, hallo! Wem gehört denn der? Ich hab den Hund angegriffen, aber der greift mich nicht an. Ist cool. Der da. Das müsste auch meiner sein. Ja, aber warum greift er mich da nicht an? So, jo, keine Ahnung, das ist chillig. Ja, ist meiner. Hat er vielleicht nicht mitgekriegt, dass warst nicht in der Ratio. Nice. Ja, irgendwie chillen die alle gerade. Guck mal, die schauen dich einfach nur an. Richtig böse schauen die dich einfach nur an. Ich glaube, ich bin einfach nur lecker. Alter, ist das creepy. Oh, und der greift nicht und an. Der Kleine auch. Oh mein Gott. Warte, lass mich die Mauer bauen. Warte. Hier. So, jetzt könnt ihr mir mal nichts. Ihr könnt mir gar nichts. So. Ich baue jetzt einfach weiter. Naja. Wieso sollte ich weglaufen, ey? Außer Carsten ist jetzt so gemein, stellt sich neben mich, wartet bis sie bei mir spawnen, Alter. Dann kann ich weglaufen. Achso, du machst schon die Teile damit rein. Sehr gut, dann. Keine Ahnung, wie weit müssen wir zur Ecke, bis da eine Kurve kommen kann? Ach, da die Felder da vorne, die können weg. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4. Der ist falsch gesetzt. Oh, scheiße. Ich habe auch das Gefühl, by the way, dass die Mauer ein bisschen niedrig ist, ne? Ja, die machen wir dann noch höher. Muss ich mal noch höher machen. Die Mauer muss höher. Vor allem habe ich Angst vor den Hunden. Ich gehe mal höher, Alter. So. Ja, die sind doch friedlich. Ja. Der will doch nur spielen. Ja, genau. Das sage ich einmal, dann bin ich zerfleischt. So. Hier, wir hatten letzte Episode das Thema. Wie heiß ist es bei euch? Ist es kühl oder? Moment. Momentan ist es. Ne, ist ja man hält momentan sich aus, es ist viel zu warm. 29 Grad haben wir momentan. Uff. 24 Grad. Ja, 29 hab ich, Alter. Und Regen. Nee, Moment. Regen? Ja. Muss es da nicht mega gewittern? Ja, es hat vorhin kurz und macht doch immer so Anstände, aber wir wohnen hier in so einer komischen Zone. Ja, aber dann wär's doch angenehm. So eine Männerzone. Ach, du wohnst in der Zone? Nice, Alter. Ja. In the Zone. In the Zone. Ein Zonen-Ossi, Alter. haben wir jetzt irgendwie alle Bundesländer eigentlich vertreten? Wir müssen eigentlich so. Gibt's so Quotenprojekte? Natürlich, Österreich ist ein Bundesland, Alter. Ja, Österreich gehört doch zu Deutschland, weiß man doch. Ja klar, so wie Bayern nicht, ne? Das kriegt man in der Grundschule. Bayern nicht, Bayern gehört zu Österreich. Ja eben, sag ich doch. Moment, also Bayern gehört zu Österreich. Österreich ist ein Bundesland von Deutschland. Ja genau, und Bayern gehört zu Österreich, nice. Nein! Warum? Du bist runtergefallen, oder? Nee, ich habe einen Block gesetzt und dachte, der ist gesetzt, weil er bei mir da war. Dann ist aber Steve weggegangen, der Block war weg und ich bin runtergesprungen. Freiwillig sogar, ich Idiot. Wurdest du jetzt zerfleischt oder was passiert? Ja, 4-5 Mal von 4-5 Hunden. Alter Bobana. Er ist einfach der King im Designen, ne? Das muss man mal so ehrlich sagen. Was der hier wieder baut, das ist einfach nur geil. Leider gerne geil. Weiter so. Ja. Also bau die Mauer dann ruhig ein bisschen höher, ne? Ja, ich bin dabei, By the way, nur dass ihr es wisst, ne? Wir werden dann auch, wenn wir mit unserem Gebäude fertig sind, also Steve und ich, werden wir auch eine Mauer rund um unsere Stadt bauen. Ah, oh, nice. Wann hast du das denn entschieden? Das habe ich dir schon vor langer, langer Zeit gesagt. Ja, es dauert auch noch. Wir müssen ja erstmal unser Lager bauen, ne? Zweistöckig. Wir haben ja schon nicht mal grob, nur, ich schon mal grob abgesteckt, wo die Pfeiler sind. Wir sollten mal unser Schlafzimmer bauen. Dann brauchen wir mal, also Lager zuerst, dann Schlafzimmer. Dann kommt natürlich auch noch, Wir müssen theoretisch 40 Stunden aufnehmen in den nächsten 3 Tagen, um überhaupt irgendwie irgendwas davon zu realisieren. Ja, alleine, ich glaube, das Lager selbst wird noch, glaube ich, Hier brauchst du nicht weiterbauen, ne? Also du brauchst nur hier bis hierhin so. Achso, beim Wasser gar nicht, oder was? Nee, ich rede mit Steve. Alles klar.
Weil dann kann man hier nochmal so ein kleines, wir haben aber ein kleines Tor bauen oder so. Am Wasser haben wir ein kleines... Wir haben keine Probleme. Ja, Malheur. Ein kleines Design-Malheur. Weil Design. Hier das Holz da ist, wenn du dir das ansiehst, immer zwischen den Räumen. Somit fehlt hier ein Block. Das heißt, dieses Holz muss hier nach außen. Oder die Wand gehört kürzer. Ja, ist doch egal. Bobana macht das schon. Okay, Bobana, das Holz gehört noch eins nach außen. Richtung Wasser. Viel zu viel Arbeit. Ja, aber es muss halt leider, also... Dann macht die Wand einfach eins kürzer, das passt schon. Oder Bobane macht hier irgendein so Tor nicht, draus. Dann sieht's aber nicht gleich aus. Das ist 1, 2, 3, 4, 5 Felder. 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Wir sind in Minecraft, muss alles gleich aus. Hä? Ganz wichtig. Sekunde. Hier, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 6. Ja, okay, sorry. Ich kann nicht zählen. Ja, komm. Ich bin Österreicher, was willst du? Greifen die Stunde eigentlich immer noch ein? Keine Ahnung. Test es aus. Nee. Schade. Ja, Moment, wir können das einfach testen. Indem er sich zu mir stellt und dann geht's bring. Nee, so. Heavy. Treppe. Nö, die greifen dich nicht mehr. Dann kannst runterkommen. Alles klar, dann komm ich runter. Hallo. Just a prank. Ja, genau. Wenn er mich jetzt angegriffen hätte, Alter. So. Hey, ich hatte mal mehr Hunde. Was hast du mit denen gemacht? Ich habe nichts gemacht, Alter. Ich habe sie alle nur lieb gehabt. Einmal raufgehauen. Ich hab mich draufgesetzt. Ja, und dieser Ecke hier ist halt so ein bisschen, also. Ja, der Bobana, der macht das schon, dass das schön aussieht. Bobana, wenn du Holz brauchst, sag Bescheid, ich habe jede Menge Holz dabei. Ja, ich brauche Holz. Hier hast du mal zwei Stacks. Ey. Den Platz habe ich gar nicht. Das ist so wie ein Komiker, den man im Fernsehen guckt, ja. Wo man einfach sagt, Alter, der ist so trocken, dass es schon wieder lustig ist, Alter. Wir bräuchten hier Minecraft-Backpacks, am besten so XXL-Backpacks. Das zehnfache Inventar, was wir... Wie wär's mit Schulka-Boxen? Ja, oder Bauchtaschen. Ja, Bauchtaschen, die sehen mir jetzt noch cool aus. Ja, so eigentlich cool. Mit, keine Ahnung, was schreibt man da so rauf? Ja, so wie der Rock damals. Ich bin nicht mehr in dieser, modernen... Oh, aber Jugend, die sehen noch böse auf mich. Was ist modern? Asi-Back. Heißen die doch. Ja, Eastpack, oder? Da gibt's irgendwie so geile Aufschriften von irgendwelchen Rappern oder so. Drauf Befehl! Hier, so komische Code für Verbrechen. Hä? Genau, ist so eine Rap-Konstellation, Mensch. Ich bin nicht mehr in diesem Business. Hab damit nicht mehr so viel zu tun. Ich bin nicht mehr vor allem. Deine wahre Identität, Moneyboy. Impfbagger! Let's just work off! Das Schlimmste, was passieren konnte, so ein Moneyboy, ey. Hä? Österreich? Jetzt ist mir eingefallen, 187, Mann. Die haben ihre eigenen Bauchtaschen. Da rennen doch die ganzen Jugendlichen mittlerweile mit rum. Echt? Ist das denn so der momentane Trend? Wollte ich gerade sagen. Also alles. Das, was ich so in der Bahn hin und wieder mal sehe, sind. Also wenn die solche Bags dabei haben, dann irgendwie was mit 187 oder irgendwie sowas mit Haifischleichs. Keine Ahnung, ob das eine eigene Marke ist. In welcher Bahn fährst du, oder? Sind alles Bremer Leute, die da drin sitzen. Okay, aber ich habe das früher auch, glaube ich, immer dann festgestellt, so was die Trends sind, wenn ich mit der Bahn fahre. Da sieht man dann ja so, was die Leute haben und alles. Da auch die meisten Jugendlichen drin sitzen, die zur Schule fahren. Und seitdem ich nicht mehr mit der Bahn fahre... Bekommt man nichts mehr mit. Ich bekomme gar nichts mehr mit. Es ist schlimm. Oder auch gut, manche Trends will man nicht mitbekommen. Ja, okay. Fortnite-Dances in der Bahn und so. Oh mein Gott! Jetzt hab ich's, Alter. Steve! Hm? Fortnite-Dances in der Bahn bei 45 Grad, Alter. Ohne Klima. Nice. Bauchfrei. Wow. Wie wir alle wissen, Orange Justice is also a good exercise, man. Ich will ja nicht sagen, Bobby, aber die Mauer wird noch höher, ne? Also, wenn du schon drüber nachdenkst. Hey, so hoch musst du jetzt nicht, ne? Nee, das reicht schon an Höhe. Ja, ein Block schon noch, ne? So. Ja, also eigentlich schon, damit man... Bobana entscheidet. ...diese Dinger hat, ne? Damit man nicht einfach auf der Mauer rumläuft. Nee, Bobana macht das schon. Der kann das ja hier so anpassen, dass das auch gut aussieht. Der macht das schon. Doch, eine kleine Hexe. Ja, Bobana hat das Auge dafür. Das dritte Auge. Geöffnet mit seinem Chakra, Alter. Kann ich irgendwas tun, schon mal? Hast du noch Cobblestone? Und wir helfen? Keine Ahnung. Ey, unten in der Kiste, in der Doppelkiste. Ich kann mal zurück ins Dorf gehen und ein paar Ressourcen holen, wenn ihr möchtet. Ja, erstmal können wir, glaube ich, eine Nacht schlafen. Oh, der attackiert mich immer noch! God damn it! Ich hab sogar ein eigenes Bett. Bro, sitz!
Was ist mit dem, Alter? Ich kann okay, nicht mehr ich mal auch. Ich hab nicht mal mehr was gemacht, Alter. Hallo, Bobby! Guck mal, nur für dich. Einfach weil es so hübsch ist hier. Oh. Z, 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 Z. Z. Okay, jetzt kann er wieder joinen. Geil, Alter! Was? Das war cool. Was ist das für eine Säge, Alter? Lol. Hier ist der Stonecutter, damit kann man so besondere Sachen cutten. So Steine und so. Lol, das heißt, du damit musst du nicht mehr craften, ist ja cool. Nee. Bobana, sollen wir hier ein Tor reinbauen? Guck mal hier. Ja, wo? Hier? Hier so ein Tor? Ja. Wäre das cool? Dann baue ich so einen kleinen Reinweg, oder? Ja, entweder Tor oder. Bobana hat Captain schon voll den Plan, wie das Tor aussehen muss. Ja, ich gehe mal ins Lager und hole ein paar Ressourcen. Braucht irgendwer was? Ja, Dias. Cobblestone. Vier Stacks oder so. Cobblestone. Wenn du schon dabei bist. Okay, Cobblestone auf jeden Fall. Wie? Du Cobblestone nimmst Erz, aber Dias nicht. Ja, ja. Das merke ich mir. Ich habe schon richtig Ehre gemacht, ja. Ich habe Fabi eine gesamte Diamantrüstung gespendet. Und ich mehr. Ich habe gemacht am Anfang. Ich habe dem halben Server Dias geschenkt. Ja, okay. Wir haben dem halben Server alles geschenkt. Ja. Wir haben dem Server Freiheit geschenkt. Also nee, ihr habt den Server Leben eingehaucht, so sieht's aus. Ich glaube, die Nahrung, die da noch in dem Gebäude drin ist, die reicht bis zum Projektende. Ja, ich meine Hühnchenfarm, ne, die hat auch schon was gebracht. Deine Hühnchenfarm war die ersten Tage so ineffektiv, dass ich mich gefragt habe, was zum Teufel soll das eigentlich? Ey, ich hatte viele Eier, ja? Damit konnten wir Häuser bewerfen. Nice. Wie zu Halloween, da kam die ganze Hühnchen her. Wie zu Halloween. Dieses oder Clipsaurus. Ich hab leider nichts. Bam, Ei auf die Tür, oder? So. Easy. Aber ich muss aufpassen, dass ich die solche. Ich überlege mir echt so einen Vorrat schon mal vorzubereiten. Weil locker vergesse ich sowas. Und damit ich wenigstens irgendwas habe, hole ich mir am besten so einen Vorrat oder so. Boah, warte nochmal. Ich bin nicht mehr gekommen. Vorrat von was? Ja, keine Ahnung. Süßigkeiten oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Weil locker vergesse ich sowas. Und dann klingeln die bei mir. Und dann ich mache einfach nicht auf. Oh, Mann, Discario. Lass Alter. Den Kindern doch ihren Spaß. Also eigentlich gab es dann immer Eier an der Tür. Bei mir nicht. Und wenn, dann lasse ich es aufschlecken von denen alle. Ist mir schon egal. Sollte man vielleicht mal wieder einführen. Ich glaube, ich muss dich mal besuchen kommen. Ja, genau. Aber ich werfe dann, werf dann aber nicht... Mit normalen Eiern? Es gibt normale Eier und es gibt halt direkt Eigelb in Tetrapacks. Ich glaube, ich nehme direkt die Tetrapack-Edition. Wow. Kinder übrigens, das ist ein Joke. Mach das nicht. Nee, mach das wirklich nicht. Natürlich nicht. Das ist eine Verschwendung. Ja, vor allem bei deiner Tür. Ja, okay, das ist besonders ein gutes Argument. So, ich bring auch was Sand mal mit. Was ist denn das da im Hintergrund? Hört ihr das? Das war doch wirklich ein gutes Argument. Hallo, das kann man besser essen. Und kauft niemals Ei in Tetrapacks. Scheiße. Sag mal, hört ihr das? Im Hintergrund bei mir? Der hat sich voll Ei und ist übel eklig. Oh, da höre ich so ein bisschen. Irgendwer bohrt bei mir um diese Uhrzeit. What the fuck? Frankenstein. Moment, wie viel? Oh, wir haben 21 Uhr. Das ist ja, ein bisschen spät. Ja, ne? Eben, denke ich mir so, hä? Nee, Moment, eine Stunde darf er, glaube ich, noch, ne? Ja, bis 22. Also nach deutschem Recht schon. Ja, na, bei uns auch bis 22 Uhr, doch mal laut sein. Ey, was ist denn das, Alter? Ich mach mal ein Fenster zu, vielleicht hört man's besser. Moment. So, Gravel bringe ich noch mit. Und jetzt meintet ihr, ihr brauchtet noch Kies, nicht Kies, Kabel. Ich weiß nicht, ich hab noch 10 Stacks Kabel dabei. 11 Stacks Kabel. Wir also brauchen bestimmt noch was, wenn die Mauer rundherum soll, aber... Ja, okay, Bobane, ich schnapp mir was Kabel von dir, ne? Ja. Ja, ne, dann nimm dir mal. Aber so, wenn... Ne? Nein! Nein! Dein Wolf hat mich getötet! Finally. Ja, ist schon der 10. Tod, ja, also geht. Achso, stimmt, GG. RIP. Alles klar, Carsten, du musst nicht mehr herlaufen. Ich hol dich Cobblestone. Can we get some Fs in the chat? Aber Escario, hättest du Bock auf ein Interview? Ja klar, Alter. Ja, alles klar, machen wir. Oh nein, da stirbt gerade ein Hund. Ja, Alter, geschieht ihm recht. Ey, Alter, ist mein Zeug noch dort? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo du gestorben bist. Ey, sammel das ein, das ist mein scheiß Looting 2 und Fire Aspect 2. Das hat jetzt der Hund an. Ey, ohne Spaß.
Auf was musst du dich vorbereiten? Auf ein Interview. Ach so. Wie auf ein Interview? Ja, er interviewt mich wegen 10 Tode. Ach so, weil er 10 Tode hat. Wie fühlt man sich, wenn man so schlecht? Man fühlt sich gut, weil man raussticht aus dieser Tabelle aller. In welche Richtung ist man gelaufen jetzt nochmal ganz kurz? Hier, andere Richtung vom Sanddorf. Alles klar, Dongo. Oh, das hat echt geholfen. Ja. Ich weiß, wo das Sanddorf ist, nämlich. So, bin gleich da. Ey, ich hoffe, mein Zeug liegt noch da. Das Schwert war, ich glaube, 90 Level teuer. Und ich... Uff, ja, bestimmt. 90 Level. Ja, Alter. Mein Fehler, mein großer Fehler ist ja, dass ich das alles immer zusammen enchante und nicht auf einmal auf Level 30. Ich glaube, ich sollte mit Kugelschreiber schreiben. Mit Füller kann ich das nicht lesen, was ich hier gerade schreibe. Ich glaube, du solltest erstmal schreiben lernen, bevor du überhaupt versuchst, was zu schreiben. Nee, das... Also, schreiben kriege ich schon hin, aber... Kalligrafie, Alter. Kalligrafie. Ja. So schreibt man normalerweise mit einem Füller. Wenn man aber schnell ein paar Fragen hinkritzeln will, dann läuft das irgendwie nicht. Ich kann meine Oma fragen, die bringt dir vielleicht Korrent bei. Was? Schade. Da, Korrentschrift. Was ist Korrent? Die geschnörkelte alte... Ist ach sowas. Eine Schriftart in der Kalligrafie. Kalligrafie ist ja nur der Oberbegriff. Aber ich glaube, da bist du schon 13 Jahre zu spät. Ich habe noch die richtig, richtig alte Schreibschrift. Du meinst Blockbuchstaben? Nee, ein bisschen ältere Schreibschrift habe ich. Sieht mega kindlich aus, wenn ich schreibe. Ey, ich weiß nicht, woher das kommt. Das so, ist, hier, es das gibt ist niemand, der bohrt. Stuff. Das ist irgendwas in meiner Wohnung. What the f- Gleich kommt er durch die Wand. Gleich das SIK. FBI, auf! Ich weiß nicht, was das ist. Das ist doch enorm nervig. Wo bin ich denn gestorben, Leute? Da, wo der Wolf war. Ja. Boah, du bist so lustig. Ja, Robano, das ist eingesammelt. Nee, Carsten hat es eingesammelt. Nice. Hab ich nicht. Eine Sekunde. Ja, man ist hier ein bisschen langsam. Außerhalb ne? der Mauer. Außerhalb der Mauer. Ach, jetzt greift er mich schon wieder. Ich hab 3 Herzen verloren, Alter. Sitz. Warum zum Teufel greift dich der Hund immer noch an? Du warst doch tot. Ja, vor allem... Der Tod ist nicht genug. Hier, oder was? Sorry. Ja, da! Nice! Nein, ich kann nichts einsammeln! Ich hab so viel Kabelstone mit. Bing, 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 bong, bing, bong, bing, bong. Ja. It happens. Ich hab so viel Kabelstone mit. Nein! Was sieht besser aus? Gemischt? Ich. Oder in der Mitte Gravel und außen Kabel? Da fragst du absolut den richtigen. Warte. So. Leute! Robana, sagen Sie es mir. Was sieht am besten aus für einen Weg? Ich bitte euch, Cobblestone zu nehmen, sonst verlieren wir jetzt ein ganzes Inventar voll. Denn ich habe gemischt Gravel und Kabel, ne? Und Gras. Gras auch? So komplett? Und ich dachte, Gras nimmt man zum Rauchen. Lol. Andere nehmen aber uns zum Bauen, nice. Was wir uns doch alle fragen, oder wir wissen, eigentlich schon, wir wissen eigentlich schon die Antwort, warum Gras verboten ist. Echt? Warum? Weil es grün ist? Weil es eine illegale Droge ist. Ach so, ja. Ja, warum ist Alkohol erlaubt und Gras nicht? Na, weil Gras illegal ist. Ja, genau. Ich finde tatsächlich ein Argument... Also wenn sie wenn wenigstens ein Argument, ne, in irgendeiner Weise wenigstens gerechtfertigt wäre, dann wäre das zum Beispiel zu sagen, das Problem ist nicht, dass Cannabis nicht erlaubt ist, sondern dass Alkohol erlaubt ist. Also und stell dir mal vor, du würdest jetzt auf einmal Tabak und so verbieten, ja, es wäre wie die Leute ausrasten würden. So, also weißt du, was das für ein Polit-Shitstorm geben würde? Das, genau. Das würde einen Angriff auf die Demokratie geben. Die Leute würden mit Mistforken bis vor den Bundestag rennen, nur um da dann die Abgeordneten zu belagern. Mit Fackeln. Mistgabeln. Und Mistgabeln. Oder wie Landwirte mit einem Güllewagen vor der Tür. So, ich hoffe, der Hund greift sich jetzt übrigens nicht mehr an, ne? Lag hier noch irgendwo etwas rum, Liz?
Ach, da. Ja, gut. Seine Items. Nehme ich. So. Manchmal ich dachte gerade, du bist gestorben, als du hier runtergefallen bist. Manchmal frage ich mich, warum Bobana so gut bauen kann. Der ist der übelste Designer. Hast du das nicht? Moment mal, Bobana? Ja. Hattest du bei uns in der City auch, die Grünflächen gemacht? Also mit Knochenmehl da einmal durchgerammt und Bäume gepflanzt? Nee, das mache ich nicht. Okay. Was mache ich nicht? Ja, das war semi. Ich suche da nämlich noch den Schuldigen. Den muss ich nochmal in einem Video fonden, hilft nichts. Ich habe den sicheren Weg gewählt auf und bin geleftet. Auf unserem Baugebiet ist nämlich jetzt alles voll mit Grün, dass wir erstmal wieder manuell mit der Hand wegmachen müssen. Obwohl wir es vorher schon extra vorbereitet hatten. Hä, was? Über was redet ihr? Ich habe Bobana gefragt, ob er eventuell die Grünflächenpflege übernommen hat im Dorf. Ich möchte es zwar vorsichtig aus. Überlege, wer könnte es sein? Boah, auf jeden Fall sehen, wie weit der Baugebiet ist. Frag mal Masterion. Ja, mach ich später. Nee, jetzt. Ja, der ist ja gerade nicht da. Warte, ich guck. Okay, ist echt nicht da. Ich frage einfach. Hey Masterion, bist du derjenige, das... Die Folge kommt irgendwie, keine Ahnung, in 2 Wochen raus. Nee, nicht 2 Wochen mal. Also bei mir kommt die in 6 Wochen raus, kann ich so sagen. Nee, fünf. Also ja bei daran, mir kommt... Wie ich ja schon gesagt hatte, kein... quasi anders den Video-Output-Regel. So, jetzt möchte ich das quasi, da hier der Eingang ist, wollte ich das hier so ein bisschen so nach dem Motto, hier kommt man gerade an, hier sind so ein paar Stände schon direkt und da kann man was abliefern, so Überprüfungsgebiete. Das fände ich eigentlich ganz cool hier, das mache ich jetzt mal schon mal. Wie lange geht die Folge noch? Noch so ein bisschen, ne? Machen wir heute mal, weil teilweise waren die Folgen echt kurz, da können wir auch mal so ein bisschen Ehre sein und ein bisschen länger machen, ne? Ja, also mir ist das eh egal. Ja, du. Ich lade auch gerne mal eine 5-Stunden-Folge hoch, no problem. Das ist halt auch egal, weil das cuttet einfach 10 Minuten und 6 Sekunden Hardcut und schneidet und geht das dann alles einfach. Nee, du hast mir gesagt, man soll gewisse Zeit abwarten. Ja, ist richtig. Das kann man eigentlich. Also so 10 Minuten, 7 Sekunden oder so. Damit es nicht so aussieht, als hätte ich auf 10 Minuten 6 Sekunden gestrackt, ne? Gestrackt. Gestrackt, Alter. Get wrecked. Get strecked. Weißt du ja, Steve, ne? Nicht 10 das Minuten 6, schlecht. Sondern 10 Minuten 7. Dann kann dir keiner mehr sagen, du bist geldgeil. Uff. Du hast nämlich eine Sekunde länger gemacht, als du musstest. Warum ist er denn jetzt so still? Weil ich gerade noch sortiere. Anfang nächster Folge machen wir das Interview. Oh, okay. Nice. Dann haben wir gleich, keine Ahnung, ich denk mal so. Je nachdem, wie viel Zeit du die letzten beantworten, haben wir wahrscheinlich so 90 Sekunden bis 2,5 Minuten Free-Content. Mein Free-Content ist, by the way, jetzt gerade... Das sind 5 Fragen plus deine Vorstellung. Das ist schon was Kreatives. Bloß meine... Alles klar, meine Vorstellung. Ich bin schon groß und wir kommen doch und ich lade dich ein, ich bin Liscario. Was von ganz früher, kannst du dich erinnern? Nein? Okay. Schwierig, ich weiß, dass das irgendeine Kinderserie war. Ja, aber ich habe das immer schon gesagt. Anstatt Caillou habe ich gesagt, ich bin Liscario. Ich bin schon groß und vier, komm doch und spiel mit mir. Ich lade dich ein, ich bin Liscario. Also ich kann mich daran erinnern, dass du einmal sowas bei einer Minecraft-Battle-Staffel gemacht hast. Ja, genau. Aber sonst eher selten. Groß ist die Welt und schön, es gibt so viel zu sehen, viel zu entdecken mit Liscario. Gibt's da jetzt eigentlich einen Copyright-Claim oder so für? Ich meine, ist ja... so schief zählt, glaube ich, nicht. Ist die Serie noch aktuell? Nee, Alter, vor allem... Oh, nee. Ist YouTube das wär, immer noch zu hart am Bewerten? Jetzt hätte man bieten müssen. So. Jetzt hätte man bieten müssen. Okay. Ich sag nur, wie es ist. Also, im Internet schwirren Theorien rum, dass das ein Kind mit Krebs sein soll.
Können wir bitte aufhören, das Ganze jetzt direkt schon wieder so düster zu gestalten? Ja, danke. Warum werden unsere Aufnahmen eigentlich immer so dunkel? Also, weil ich hell bin. Ich hab was zu kompensieren. Die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Ganz schwieriges Thema. Ich weiß. Mein Urologe hat auch gesagt, ich soll warten. Ich denke, wir beenden mal diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Schaut bei den anderen vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.